Hallo Leute, ciao von unserer Unger. Demokonto. Brauchst du ein Demokonto zu handeln? Diese Frage kommt oft und es gibt nicht eine einzige Antwort. Erstmal müssen wir eine Frage stellen. Bist du ein diskretionärer Trader oder ein sogenannter automatisierter Trader, wie ich? Diskretionär, hier gibt es auch noch zwei größere Gruppen, würde ich sagen. Handelst du aus dem Bauch, also nur vom Talent, Instinkt und so weiter, oder hast du eine bestimmte Routine mit Plan, wo du bestimmte Setup auf Tagescharts zum Beispiel handelst, sodass, wenn du am Rechner sitzt, weißt du in der Praxis schon, wo du einsteigen sollst und aussteigen und so weiter. Im ersten Fall aus dem Bauch, Talent, der Maradona vom Trading, also der Trader braucht ein Demokonto zu üben, zu handeln, zu verstehen, ob sein Ansatz in der Tat funktioniert. Das Problem, wenn man so vom Instinkt, vom Talent arbeitet, das Problem ist, dass man in dem Fall nicht immer weiß und fast niemals weiß, ob die Trades, die man platziert, eigentlich funktionieren. Man weiß nicht, man hat keinen Backtest, man hat keine Zahlen, um zu messen, ob unser Ansatz wirklich funktioniert. Und ein Demo-Trading, also auf einem Demokonto, scheint die einzige Möglichkeit zu sein, zu testen, ob unsere Routine eigentlich Gewinne bringt oder nicht, im Schnitt. Man kann nicht auf einen einzelnen Trade natürlich rechnen, deswegen muss man länger üben und auf eine längere Zeit kann man dann sagen, ja, das funktioniert eigentlich, ich verdiene immer Geld, kann also weitergehen und live handeln. Wenn man eine bestimmte Routine hat mit bestimmten Setups, also wenn man aus Chartanalyse arbeitet, dann ist ein Demokonto nicht unbedingt notwendig, weil man im Prinzip schon alles geplant hat. Also die Trades selbst sind nur die letztendliche Ausführung vom ganzen Plan. Und in dem Fall ist es nicht mehr so wichtig, ein Demokonto zu haben und auf dem zu handeln. Das Problem in dem Fall ist immer noch, dass auch in diesem Fall kann man nicht sagen, ob unsere Ansätze in der Tat funktionieren. Funktionieren bedeutet Geld gewinnen, das ist klar, das ist, was man will. Und wenn man das nicht weiß, hat man immer das große Fragezeichen, aber funktioniert das oder nicht? Das ist ein Thema, was wir in irgendwelchen zukünftigen Videos mal mehr in Tiefe analysieren werden. Aber in jedem Fall, das Problem ist, dass wir nicht wissen. Aber wir haben schon alles geplant. Wir haben Charts analysiert. Diese Charts hat man vielleicht auf einem Demokonto analysiert. In dem Fall war unser Demokonto natürlich hilfreich. Aber man kann auch irgendeine Software nutzen. Es gibt auch Webseiten, die dieses Service anbieten. Also man kann irgendwo so analysieren. Und wenn man schon einige bestimmte Setups kennt, dann kann man mit diesen arbeiten, ohne ein Demokonto zu haben. Automatisierter Trader wie ich, im Prinzip wäre es noch einfacher. Ich würde sagen, okay, dort habe ich noch mehr zur Verfügung. Ich habe meine Setups, ich habe meine Skripts, wo alles drin geschrieben steht, wo ich einsteigen soll, wo ich aussteigen soll. Was brauche ich mehr? In dem Fall wäre es noch mehr, würde ich sagen, umsonst ein Demokonto zu haben. Aber in diesem Fall empfehle ich ein Demokonto für alle automatisierten Trader. Warum? Weil ich immer ein bisschen skeptisch bin, ob alles wirklich so funktioniert, wie ich es in meinem Skript geschrieben habe. Das bedeutet, dass nicht immer funktioniert die Software, die ich vorbereite, die ich schreibe oder ich an jemanden frage zu schreiben, die funktionieren nicht immer so wie gewünscht. Und wenn es natürlich dann in Live-Trading nicht genauso klappt, wie man gedacht hat, hat man normalerweise Probleme. Vielleicht passiert es, dass man etwas mehr verdient, aber das passiert normalerweise nicht. Es ist also besser, erst zu kontrollieren, ob alles funktioniert. Es gab zum Beispiel auf die Software, die ich nutze, Multicharts, einige bekannte, jetzt heute Bugs, wo
unter bestimmten Bedingungen die Trades ganz anders auskamen als im Backtest. Oder auch Trades, die überhaupt nicht kamen, Trades, die nicht stattgefunden haben und so weiter. Alle Sachen, die man nur beim Live-Trading erkennen konnte. Live-Trading wäre zu teuer gewesen, auf einem Demokonto wäre das genauso gut gewesen und dort könnte man das sehen. Also man könnte sehen, oje, warum platziert es mein Trade hier nicht? Es hing an einem Bug, wenn man den Bug kennt und so weiter, kann man dann natürlich ein Workaround finden oder eine Lösung oder aber mindestens kann man vermeiden, live zu gehen mit etwas, was nicht genau macht, was wir wollen. Also, in automatisierten Trading ist es vielleicht noch wichtiger als beim diskretionären Handel. Obwohl, beim diskretionären bleibt es wichtig, wenn man aus dem Bauch arbeitet, weil das ist in dem Fall unsere einzige Möglichkeit, um zu testen, ob was man macht, funktioniert. Die Frage ist dann, soll ich dann die Ergebnisse vom Demo-Trading als gut halten oder nicht? Das ist ein anderes Thema. Okay, wenn sie schlecht sind, wenn die Ergebnisse ein kompletter Murks sind, dann okay, vergessen wir über diese Strategien und finden wir etwas anderes zu tun. Es ist wirklich ungewöhnlich, dass etwas in Demo schlecht geht und dann live ganz gut funktioniert. Ich würde das in dem Fall nicht nutzen, das ist klar. Aber wenn die Ergebnisse gut sind, dann im automatisierten Trading gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, dass live die Strategie nicht so gut funktioniert wie vorher. Das ist ein Fall, was passiert und das kann man nicht vermeiden, aber da muss man bereit sein. Also live kann es schlechter laufen als im Demo oder sogar auch im Backtest. Beim diskretionären Trading gibt es ein anderes Komponent, was sehr wichtig ist. Wenn wir live gehen, haben wir unser Geld im Spiel. Und die Psychologie in dem Fall spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Du kannst so gut sein wie möglich beim Demo Trading. Glaub mir, wenn es live wird, wenn dein Geld drin ist, ändert sich das Szenario komplett. Und in dem Fall gibt es nichts zu tun. Ich meine, Demo kann nicht helfen. Man kann nur sagen, okay, ich weiß, dass was ich mache gut funktioniert, weil ich es getestet habe. Also soll ich ruhig sei auch, wenn ich jetzt mein Geld auf den Tisch lege. Aber trotzdem funktioniert das nicht so einfach. Die einzige Möglichkeit in dem Fall ist, ganz klein zu starten. So klein wie möglich. Deswegen ist Forex oder CFD sind sehr gute Lösungen. Die bieten die Möglichkeit an, so klein wie notwendig runter zu skalieren, damit man klein arbeiten kann, um auch eine Methode mit Echtgeld zu testen. Aber Echtgeld wird immer anders aussehen als Demokonto. Das ist eine Wahrheit. Es gibt tapfere Leute, die sagen, nein, ich bin stark, ich, und dann verlieren Geld. Das passiert auch bei mir. Auch beim automatisierten Handel passiert es. Wenn das Geld drin ist und man sieht die Strategie, der das Geld verliert, obwohl man alle möglichen Backtests hat, die mir sagen, diese Strategie ist gut, es ist noch mehrmals passiert und so. Trotzdem passiert es manchmal, ich auch noch heute, fast nach 20 Jahren, dass ich das mache, dass ich klicke und die Strategie ausschalte und dann die Position gleichstelle. Das mache ich auch. Es gibt einige Fälle, wo man noch diese Fehler macht und aus dem Plan arbeitet. Das soll man nicht tun. Aber glaubt mir, mit Echtgeld ist es ganz anders als auf dem Demo. Also, Demokonto ist gut für diskretionäre Trader, für automatisierte Trader. Die Ergebnisse im Demo-Handel muss man gut nehmen, aber man muss aufpassen. Wenn Geld dazu kommt, sieht es anders aus. Eine einzige Sache ist noch wichtig, man muss immer prüfen und sicher machen, dass die Kurse, die Daten, die wir auf dem Demokonto bekommen, genau dieselbe sind als auf dem Live-Konto. Und genauso auch die Ausführungen. Für diese Zwecke zum Beispiel Interactive Brokers ist sehr gut. Es gibt andere Brokers auch auf MetaTrader, die sehr gut sind. Es gibt aber andere, die auf dem Demo, auf der Demo-Welt etwas anders anbieten, etwas Low-Profile oder so. Die Kurse sind nicht genau so, wie sie sein sollten. In einigen
auf eine bestimmte Uhrzeit, gibt es Änderungen, Kleinigkeiten vielleicht. Aber diese Kleinigkeiten spielen manchmal eine Rolle. Es wäre also besser, auf einem Konto zu üben, wo die Kurse genauso kommen wie auf dem Echtgeldkonto und auch die ganze Simulation von der Arbeit, also die Ausführungen und so weiter. Das ist sehr wichtig. Die Ausführungen auch, weil in Echtgeldhandel ist es sehr wichtig, wem und wie man ausgeführt wird. Und das muss so auch sein im Demokonto. In Demo ist es leider immer ein bisschen lockerer. Man sagt, oh ja, okay, ich bin drin, ich bin viel long, ich bin short. Man hat nicht diese Tension, die man dann beim Echtgeld hat. Und diese muss man auch beim Demohandel fühlen. Da muss man auch dasselbe irgendwie im Bauch haben, sodass man dann wirklich bereit ist, mit Echtgeld zu handeln. Ich hoffe, das hat geholfen. Das ist nur meine Idee natürlich. Aber wie gesagt, fast 20 Jahre hier an der Börse. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung, sehr viele Fehler gemacht und das hat geholfen, diese Erfahrung, teure Erfahrung zu bilden, aber ich hoffe, das hat geholfen. Wenn ja, abonnieren Sie meinen Kanal, rotes Glöckchen, damit Sie sofort die Meldungen bekommen, wenn etwas Neues kommt. Wie gesagt, werde ich andere Themen noch in der Zukunft, Zukunft analysieren. Und wollen Sie auch mein E-Book gratis runterladen, hier bei tradingweltmeister.de. Webseite können Sie erfolgreich traden, so geht's, runterladen, das ist gratis. Da finden Sie mehr um meine Erfahrung seit 20 Jahren, wenn ich noch sehr jung war und wenn ich am Anfang war, wo ich gar keine Ahnung hatte, wo ich nicht wusste, dass es Demokonto gab und so weiter. Also, können Sie lesen, es ist gratis. Und am Moment sage ich nur noch Ciao von der Unger, bis nächstes Mal, Ciao.